Willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Bitte, ich hab solchen Durst. Hast du vielleicht etwas Wasser? Natürlich, bitteschön. Oh, danke. Danke. Weston ist anscheinend schon mal vorgerannt, kurz. Da kann man nicht rein. Und wir sind da. Mit ihm kann man nicht reden. Irgendwas Nützliches? Ein bisschen Geld. Das ist nützlich. Diese Dinger werden auch von Jahr zu Jahr größer und bösartiger. Wir gucken uns hier mal um. Nur eine Kakerlake. Da liegt auch ein toter Ghoul drin. Und was hat der dabei? Auch ein paar Kronkorken. Und die leben sogar noch gut. Weston, mach mal was. Oh ja, waren sogar Siedler. Jetzt sind sie tot. Also, die sind wahrscheinlich schon ein bisschen länger tot. Kronkorkenvorrat, 18 Kronkorken. Die nehmen wir doch gerne mit. Okay, diese Geräusche gehören ja zur Musik. Der Ghoul ist auch tot. Und hier müssen wir das Schloss knacken. Das war einfach. X nehmen wir mit. Stimpack Blut Paket. Das nehmen wir auch alles mit. Hardaway, Stimpack. Knochensäge lassen wir da. Und den Rest lassen wir da. Hier sind wir noch cooler. Nun sind sie tot. Mir fällt gerade auf, wir haben nicht mehr wirklich viel Munition, also wechseln wir mal die Waffe. So schlecht war das nicht, heilen mussten wir uns trotzdem, war aber dennoch aus Versehen. Und nun müssen wir mit ihm reden. Nein, wir müssen die Werkbank durchsuchen. Abgefahren. 10 mm Patronen. Dann können wir hier mal nachladen.
Und was genau sollen wir hier nun machen? Baue und aktiviere eine Rekrutierungssendestation. Wo finden wir die? Erstellung vielleicht? Nein. Das war die falsche Taste. Was genau ist hier? Käfige. Ja. Wo packen wir den denn hin? Ja, am besten nicht da rein. Der kommt hier hin. Dann brauchen wir noch einen Generator. Wir brauchen nur einen. Der kommt hier hin. Nein, nicht einlagern. Nicht einlagern. So. Dann aktivieren. Der ist schon aktiviert. Also ich muss... Es gibt eine Taschenlampe. Nun. 100 Kronkorken hinzugefügt. Sprich mit Preston Garvey. Das machen wir aber vorher. Gucken wir nochmal. Achso, Moment mal, er ist ja unser Begleiter. Hey. Sag mir einfach wo. Was jetzt? Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. Und kein Level up. So knapp. Keine Ahnung, was das hier ist. Und ich dachte, dass hier unten wäre was anderes. Naja, sind hier Gegner? Sieht aus, als ob wir Raider sind. Ja. Allerdings ist mir das geradezu gefährlich. Und wenn ich mir unsere Munitionsvorräte angucke. Bevor wir uns auf irgendeinen Kampf einlassen, brauchen wir am besten mehr Munition. Achso. Den töten wir. Wir speichern vorher. Ich möchte nämlich auch etwas anderes austesten. Was glaube ich an dem Ort ist. Hier speichert man nicht. Eine Kleidung darf er behalten. Was ist denn hier drin? Das wär's. Hat sich gelohnt, das zu öffnen.
So, dann speichern wir nochmal. Weil wir vermutlich gleich sterben werden. Ich muss das nur kurz finden. Vielleicht ist das auch gar nicht hier. Wäre auch möglich. Aber irgendwo hier in der Nähe ist das, glaube ich. Wenn ich es jetzt aber nicht finde, werde ich nicht verraten, was es ist. Irgendwann im Laufe dieses Let's Plays werden wir es bestimmt noch finden. Na gut, scheint doch nicht hier zu sein. Naja, dann halt noch nicht. Dann gehen wir weiter. Dort vorne hin. Nee, dorthin. Na gut, wir lassen den am Leben und gucken uns das hier vorne an. Ich hoffe, wir kommen hier den Berg hoch. Ja, das sollte gehen. Ja, wir sind oben. Und haben ein Level Up. Wir gehen noch einmal auf. Nein, das geht nicht. Dann Wahrnehmung. Ne, Moment mal. Doch. Habe ich gerade eben das Falsche angeguckt? Na, ist jetzt ja auch egal. Wir haben jetzt was. Der hält viel aus. Preston ist natürlich noch sehr weit weg. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der viel Schaden macht. Na gut, geht. Gleich ist er tot. Ich glaube nicht runterfallen. So, was haben wir denn hier alles? In dem Bett könnten wir auch schlafen. Das machen wir jetzt aber nicht. Oh. Ich
Das Jagdgewehr nehmen wir mal mit und dann rennen wir. Ich weiß nicht, wo Preston ist. Da vorne. Aber eigentlich möchte ich jetzt nicht gegen den kämpfen. Aber bevor Preston noch stirbt, helfen wir dem Mann. Bevor wir noch sterben, heilen wir uns mal. Welche Taste war das? Das war die falsche. Und genau deswegen möchte ich nicht gegen die kämpfen. Naja, eigentlich der Hauptgrund war, weil ich keine Munition verschwenden wollte. Aber nun sind wir tot. Danke, Preston. Wäre er einfach mitgekommen? Wir spawnen jetzt ja da wahrscheinlich wieder in den Wollen. Was haben wir das jetzt ja alles erlebt? Wir rennen da gleich ganz kurz rein. Holen uns alles raus. Und dann gehen wir wieder. Auch wenn es besser wäre, wenn der stirbt eigentlich. Den zweiten brauchen wir ja gar nicht erst aktivieren. Okay, wir töten den hier. Preston jetzt bei dem ersten schon hier bei uns. Okay. Das könnte ein Problem sein. Preston, viel Spaß, wir gehen. Oh, das dort vorne ist doch die Fabrik, in der wir schon waren. Wenn der mal Preston angreifen und nicht mich. Glücklicherweise kommt er nicht wirklich näher. Oh, das hier ist bestrahlt. Oh, das sind gute und Minen. Schnellreise nach Sanctuary. Vielleicht lebt Preston ja noch. Er lebt noch. Hier legen wir erstmal unseren ganzen Schrott weg. Waffen, Kleidung, Hilfsmittel. Schrott. Ja, hier Schrott. Gesamten Schrott lagern. Ein paar Waffen kommen da auch rein. Vielleicht. Achso, ich muss hier drücken. Die kommt weg, dafür wählen wir gleich den aus. Leuchtpistole lassen wir.
Die Granaten kommen weg. Splittermine auch. Ringmesser lassen wir da. Impro-Pistole kommt weg. Impro-Repetiergewehr kommt weg. Dafür wählen wir gleich das Jagdgewehr aus. Und dann wählen wir da jetzt alles aus. Dann gibt der Revolver, wieder her. Mit Q, nicht mit R. Der kommt dahin. Das Jagdgewehr kommt dahin. Und wir haben neue Waffen. Dann Daten den Gefallenen wieder. Das ist dann unser nächstes Ziel. Das machen wir aber allerdings erst im nächsten Part. Dann bin ich ja nun erst mit dem Part. Und dann bis zum nächsten Mal.